So, da sind wir nach, für euch gesehen, wieder eine Woche wieder zurück. Bis gleich, sagte ich ja. Da hat mich Isa auch gerade darauf aufmerksam gemacht, dass das eigentlich Blödsinn ist, weil ich eigentlich keinen Livestream mache gerade. Aber nun gut, wo waren wir? Wir waren bei der SPD, da können wir jetzt wieder total politisch werden, nachdem wir letztes Mal schon das kontroverse Thema mit den schwulen Tieren hatten, was eigentlich kein kontroverses Thema sein sollte, aber trotzdem leider ist in unserer Gesellschaft offenbar immer noch. Sind schwule ja okay, wir sind ja praktisch auch Tiere, also ja, ist schon ein kontroverses Thema. Ja, es ist auch deswegen ein kontroverses Thema. Ich meine, weiß noch irgendjemand, wie die Ehe für alle damals eigentlich nur deshalb kam, weil die CDU, der CDU drohte im Wahlkampf, dass die SPD das gegen sie verwendet, dass sie das bis dahin immer noch nicht umgesetzt haben. War die SPD damals noch ernst zu nehmen? Das war zu der Zeit, wo alle Parteien bis auf die CDU, die im Bundestag saßen, für die Ehe für alle waren und auch eine Mehrheit hatten, ja, prinzipiell. Aber es gab eine große Koalition zu der Zeit, die das verhindert hat halt. Ah, ja. Und was hat die CDU natürlich im Wahlkampf gemacht? Sie sagt einfach, ja, wir gehen das jetzt zur Abstimmung frei, wo gleich klar war, dass es durchkommen wird. Damit sie halt einfach das nur im Wahlkampf nicht haben. Das war eigentlich der einzige Grund, warum sie das freigegeben haben. Was man natürlich auch kritisch sehen sollte bei der CDU, aber nun gut. Da kann man vieles kritisch sehen. Ja, man kann die ganze CDU kritisch sehen, aber das ist ja, dass wir die CDU kritisch sehen, das ist sowieso, glaube ich, mittlerweile allen klar, die hier unseren Kanal sehen. Ich meine, ich weiß nicht, ob wir jetzt irgendwie große CDU-Wählerschaft im Publikum haben, da müssten wir halt schon ältere, wir hatten mal irgendeinem Leistung, hatten wir mal irgend so einen über 50-Jährigen, der zugeguckt hat, glaube ich, der könnte dann noch die Zielgruppe sein, um das jetzt mal böse zu sagen, aber es ist ja einfach nur die Wahrheit im Grunde. Ich mache hier mal Ventilator an, auch wenn das euch jetzt wahrscheinlich den Ton ruinieren wird in der Folge, weil es wird mir doch ein bisschen warm mittlerweile. Ich schwitze hier eigentlich nur noch im Sitzen die ganze Zeit wieder. Wir schwitzen im Sitzen. Ja, wir schwitzen im Sitzen. Das war doch unser Stream-Titel einmal. Nee. Und Johnny im Chat meinte, der Titel ist real. War es ja auch. Apropos Stream, das kann ich ja mal sagen. Wenn ihr euch wundern solltet, dass der eine Terraria-Livestream nicht mehr auf Twitch verfügbar ist, die Aufzeichnung. Das liegt nicht an mir, wenn das bis dahin immer noch nicht passiert ist. Das liegt an Twitch tatsächlich, weil ich habe 10-mal bestimmt versucht, den als Highlight zu speichern. Jedes Mal Verarbeitungsfehler. Ich weiß nicht warum. Auf YouTube ist er verfügbar, also da könnt ihr weiter gucken, aber wenn es auf Twitch irgendwann nicht mehr da sein sollte, nicht wundern deswegen. Das liegt dann im Zweifel an Twitch, weil ich es dann einfach nicht verarbeitet gekriegt habe. Warum auch immer. Ja, das nur mal so nebenher gesagt. Aber wo waren wir eigentlich? Wir waren bei der CDU. Wo fangen wir eigentlich bei der CDU an? Die CDU überlegt immer noch, wer ihr Kanzlerkandidat sein soll und ist dabei ziemlich verzweifelt, wie es scheint. Ich meine, es sagt viel aus, wenn der CSU-Kandidat der aussichtsreichste Kandidat ist. Und man nicht weiß, ob er das überhaupt will. Ja, das finde ich ja immer noch, dass er bis heute ankommt, ja, mein Platz ist in Bayern. Ja, kann der nicht einfach sagen, ob er es will oder nicht? Ja, ganz ehrlich, das nimmt doch keiner mehr ernst, wenn er so ankommt und dann aber ihn praktisch sich immer wieder darstellt, so ungefähr als derjenige, der unbedingt Kanzler sein will, von allem, was er sonst so handelt. Das Traurige ist ja einfach, dass der CDU-Kandidat im Zweifelsfall die Wahl gleich gewonnen hat und es somit schon aussagekräftig ist, wer da jetzt das gewinnen wird, dieses Rennen. Und wenn man dann die Kandidaten der CDU ansieht, da schaudert einem ja bei einem mehr als beim nächsten so ungefähr. Aber dann, wir wissen ja sowieso, dass wahrscheinlich der einzig wahre Kanzler natürlich der SPD-Kanzler sein wird, den es bestimmt geben wird. Also ganz ehrlich, wenn das so weitergeht, dann wer stellt als nächstes stellt dann die FDP ihren Kanzlerkandidaten auf mit ihren etwas über 5%. Die Partei. Genau, die Partei, die wird es bestimmt werden. Wobei bei der FDP haben wir ja gesehen, es reicht ja mit 5% gewählt zu werden, um da ein hohes Amt zu kriegen, wenn wir an Thüringen denken. Aber nun gut, ich glaube, darüber brauchen wir jetzt auch nicht mehr reden, das ist jetzt zu lange her wieder. Wo ich ja auch erst überlegt habe, ob man da Polit-Talk zu macht, aber ganz ehrlich, mittlerweile ist es sowieso vorbei. Generell der Polit-Talk, den müssten wir eigentlich mal wieder zurückbringen auf dem Politik-Kanal. Kam in letzter Zeit vor allem, die letzten Videos, die da halt vor Ewigkeiten rauskamen, waren halt immer so kurze Videos, wo ich irgendeine Nachricht bespreche, die aber doch erstaunlich gut geklickt wurden. Vor allem das eine Video irgendwie, Annegret Kramp-Karrenbauer will Meinungs Äußerung im Internet irgendwie überwachen, wo ich dann irgendwie am nächsten Morgen aufgewacht bin, sehe erstmal das Video und über 600 Aufrufe, denke mir erstmal, was? Und dann irgendwie am Ende des Tages hat das über 1000 Aufrufe, das Video. Das war dann schon, das ist bis heute das erfolgreichste Video auf dem Kanal. Das ist wahrscheinlich einen Nerv getroffen zu haben. Die neue Drogenbeauftragte glänzt ja auch wieder von Kompetenz. Ach, aber darüber Videos zu machen, das macht einen einfach nur noch traurig. Da können wir eigentlich eine eigene Serie zu starten. Neues von der Drogenbeauftragten. Aber ist ja schon toll, dass man für so ein Ministerium überhaupt kein
keine Kompetenz braucht. Nee, wofür brauchst du Kompetenz? Mit Kompetenz, da machst du dich ja, läufst du ja Gefahr, dass du dann, keine Ahnung, irgendwann Bundeskanzler werden könntest. Und dann die Macht in Frage stellst oder sowas. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich denkt man da so. Wahrscheinlich. Das ist ja auch der Grund, warum jetzt bei der CDU keine vernünftigen Leute zu finden sind. Also selbst für CDU-Verhältnisse. Weil ich nicht weiß, was da als vernünftige Leute gilt. Ich bin da auch ehrlich gesagt nicht so drin. Aber kann man zu dem Thema noch irgendwas so sagen? Ich meine, es gibt nun wirklich eigentlich mehr als genug YouTuber, die halt diese ganzen Themen schon 10.000 Mal besprochen haben. Und eigentlich haben wir nichts mehr wirklich dazu hinzuzufügen. Wie es halt so ist. Ja, wie es halt so ist. Ich meine, über die Drogenbeauftragte, das ist halt einfach nur so eine Lachnummer schlechthin. Aber das ist eigentlich immer so. Können wir hier mal in den Raum fragen, wie steht ihr zu Drogen? Das ist halt einfach eine Sache. Ich habe damit eigentlich nichts zu tun. Deswegen kann ich da auch nichts zu sagen, wie gefährlich sowas jetzt wirklich ist. Es kommt halt drauf an, was du nimmst. Und welchen Wechselwirkungen du es nimmst und so weiter. Ich meine, wenn man jetzt fragen würde, willst du, dass Heroin frei verkauft werden kann, würde ich jetzt auch schon wahrscheinlich eher sagen, nein. Aber ja, so wie ich das verstehe, ist Cannabis halt... sind Alkohol und Nikotin. Das ist halt wahrscheinlich wirklich einfach weniger gefährlich als die beiden, ist die Sache. Deswegen würde ich halt da auch sagen, irgendwo man sollte es halt schon irgendwie mal legal machen und dann halt entsprechend regulieren, dass man halt sagt, das ist halt so wie Alkohol das ist, oder wie Zigaretten, dass du erst 18 kaufen darfst. Man kommt als 16-Jähriger schon an Alkohol. Aber ja. Cannabis ist wirklich für jeden verboten. Ja, wobei da sagen ja auch immer die Befürworter zum Legalisieren, eigentlich ist es da leichter ranzukommen in manchen Städten als jetzt irgendwie an Zigaretten. Weil es halt keine Regeln dafür gibt, weil es verboten ist. Und das ist halt dann, da ist es doch besser, wenn man einfach sagt, man verkauft es nur ab 18, man packt meinetwegen eine Steuer irgendwie drauf, dann kann der Staat noch schön mitverdienen und eigentlich profitieren alle davon. Nur die Drogenbeauftragte sagt, nee. Ist ja kein Brokkoli. Ja, ist ja kein Brokkoli, das ist sowieso die beste Aussage. Das toppt, wird eigentlich fast, ich weiß nicht, ob es sogar das noch toppt oder ob es ungefähr gleich auf ist mit der Aussage von der vorherigen Drogenbeauftragten, es ist verboten, weil es eine illegale Droge ist. Wie kann man sowas ernsthaft sagen? Wie kann so jemand Drogenbeauftragte werden? Ja, scheint ziemlich leicht. Ja, DK, du bist so still zum Thema. Sag doch mal was. Also, wie allseits bekannt ist, bin ich im Bereich Bodybuilding aktiv. Ja gut, da hat er jetzt wahrscheinlich, kommt jetzt wahrscheinlich mit den Stimulanzien wieder. Und wie man sich da denken kann, ich habe zwar noch selber nichts konsumiert, ich werde auch nichts konsumieren in der Richtung, aber natürlich kommt man oft an solche oder ähnliche Mittel mit in Berührung oder mit Leuten, die diese exzessiv konsumieren, wenn man so verrückt in dem Sport ist wie ich. Finde ich nicht gut. Von mir aus könnten sie auch alle berauschenden Sachen direkt verbieten und süchtig machen, dann würde aber nichts ändern. Die Leute würden es trotzdem noch nehmen. Findest du denn in dem Bereich, sollte man es unter gewissen Rahmenbedingungen erlauben oder bist du generell dagegen? Ich sag's mal so, ich finde es auch mal geil, mich zu besaufen. Ich würde es allerdings auch verstehen, wenn sie sagen würden, wir verbieten jetzt auch Alkohol. Na gut, aber das hat man in Amerika ja mal probiert. Das hat ja nicht funktioniert. Nein, das funktioniert auch nicht, wenn Leute daran gewöhnt sind. Das Problem ist, an so Sachen wie Cannabis sind die Leute halt auch gewöhnt. Zumindest ziemlich viele. Gerade in den Großstädten ist das wahrscheinlich mittlerweile eigentlich ziemlich normal. Ich meine, man hört so Geschichten, irgendwie in Berlin wird gar nicht mehr danach kontrolliert eigentlich, weil es halt einfach keinen Sinn mehr macht. Ich weiß nicht, wie das in anderen Städten jetzt ist. Ich weiß nicht, wie das hier um die Ecke bei uns ist in der Großstadt, die wahrscheinlich Leute, die uns aufmerksam verfolgen, wissen, welche das ist. Ich sag's nur so, ich kenne einige Polizisten, ich kenne allerdings auch andere Leute da. Und weil man hört immer aus gewissen Ecken, die sind halt schon wirklich bekannt für auch härtere Sachen noch. Aber nun gut. Dann haben wir auch noch irgendein anderes Thema in den Videos in den Titel packen können, damit es werbefreundlich ist. Über Katzen reden. Über Katzen? Was soll man über Katzen reden? Welche Katzenarten findet ihr? Schreib einfach Brokkoli in den Titel. Genau, ich schreibe einfach über die CDU und Brokkoli in den Titel. Und jeder weiß, was gemeint ist, wenn ich dann auf dem Bild einfach ein Bild von der Drogenbeauftragten hinmache. Und daneben eine Katze. Ja, und eine Katze, die darf nicht fehlen. Die ist damit, dass dann ultra werbefreundlich ist, was ja total was bringt, wenn ich gar keine Werbung schalte, aber... ja. Damit das Video nicht halt so geshadowbanned wird. Aber das funktioniert halt wirklich, ne? Ich kenne einen YouTuber, der spielt oft so Spiele wie Doom oder andere oder Resident Evil, welche nicht als so werbefreundlich gelten. Darf man Doom überhaupt auf YouTube ohne Altersbeschränkung hochladen? Weiß ich jetzt gar nicht. Weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht, ab wann ist Doom in Amerika, welche Altersfreigabe das da? Das funktioniert ja ein bisschen anders, aber ich glaube, da ist irgendwie... Zumindest auf Twitch ist es ja mittlerweile verboten, irgendwie die höchste Altersstufe, die in Amerika existiert, zu streamen, glaube ich. Die halt wirklich Erwachsene-only ist. In Amerika
Amerika ist, habe ich so, also dieses FSK ist meistens, glaube ich, eher höher als in Deutschland. FSK ist ja sowieso nicht für Spiel, sondern für Film, aber in Amerika ist das Filmsystem ja nochmal anders. Das ist ja irgendwie so, wenn du die Eltern irgendwie dabei hast, darfst du quasi in jeden Film reingehen, der nicht irgendwie, ich glaube, das höchste heißt da irgendwie NC-17 als Einstufung bei Filmen, da darfst du halt wirklich nur als Erwachsener reingehen. Darunter gibt es irgendwie die Bewertung R, da darfst du irgendwie als Erwachsener einfach so reingehen und als Kind darfst du, wenn deine Eltern es dir erlauben. Was ich gerade noch meinte, der Typ, wenn der das Video hochlädt und das dann von YouTube runtergenommen hat, dann lädt er es oft nochmal hoch, nur mit davor einem Videoschnitt von Hundewelpen. Da redet ihr noch kurz drüber, dass er das Video jetzt leider nochmal neu hochladen muss. Und das wird oft nicht gesperrt, obwohl es ansonsten komplett das gleiche Video ist. Ja, wenn ich sowas machen würde, ich würde wahrscheinlich dann den Ultraschnitt schlecht hinlegen und bei jeder wirklich sehr brutalen Szene würde ich einfach so eine Katze drüber schneiden. Ja. Dass man halt nur diese Katze sieht und dann irgend so ein Untertitel: Denkt euch hier etwas oder sowas, ich weiß es nicht. Die Katze, die ich am meisten feiere, ist die Katze Lulu. Kannst du mal googeln, Kittysaurus Lulu. Warte, wo waren wir jetzt eigentlich stehen geblieben? Wir waren irgendwie bei Filmbewertungen, die irgendwie anders funktionieren oder auch Spielebewertungen da, die da härter sind. Ach ja, der größte Witz hier sowieso bei... Ja, eigentlich ist in Amerika so, Gewalt ist überhaupt kein Problem, aber sobald irgendwas nackte Haut ist oder so, 18. Der größte Witz ist sowieso quasi die F-Bombenregelung, sag ich jetzt mal, die sie in Amerika haben. Es gibt ja dieses bestimmte Wort mit F, was die menschliche Fortpflanzung beschreibt, sag ich jetzt mal, dieses Schimpfwort. In Amerika darf ein Film das einmal enthalten und gilt als jugendfrei. Wenn es mehr als einmal drin ist, muss es sofort eine höhere Altersbeschränkung da haben. Wer denkt sich diesen Scheiß aus? Aber nun gut, ich glaube, zu der Thematik kann man aber auch nicht wirklich viel mehr sagen. Ja, ich glaube, der Stall nimmt wirklich Übermaße an. Ich weiß auch gar nicht, ob wir den jemals vollkriegen werden mit irgendwas. Von was redest du? Vom Pferdestall. Ich habe gerade verstanden, der Stein nimmt wirklich Übermaße an. Ja, der auch, aber das ist ja bekannt. Der Pferdestall, der ist halt schon übertrieben. Und da kommen auch Lamas wahrscheinlich rein in den Stall, da kommen auch... Gibt es sonst noch irgendwelche Tiere, die man im Stall halten kann, rein? Pferde Lamas, Esel, ja, Maultiere, ja, die sind ja alle Pferde, schon so. Schafe. Die Schafe kommen nicht im Pferdestall. Hühner, Pferde, irgendwo muss Quallen. Ich, vielleicht am Bauernhaus baue ich dann irgendwann vielleicht mal so eine komische Drachen. Genau, die gibt es ja bekannt in Minecraft. Ja. Enderdrachen gibt es aber, die will ich nicht halten. Echt? Also, man kann schön es... Schön alleine. Rein theoretisch kannst du es hinbekommen, dass der Drache irgendwie ein Zombie reitet oder sowas war das. Aber was ich mir überlegt habe, in Welt 1 wollte ich ja so eine Naturkundemuseum erbauen, wo ich dann quasi alle möglichen NPCs quasi mit No AI reinspawne, dass die halt einfach nur rumstehen in der Landschaft so ausgestopft und da wollte ich dann auch so einen Drachen haben. Ja, und das ist der Enderdrache. Ja, der Enderdrache, der dann quasi, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, es gibt halt so Museen, da hängt dann irgendwie teilweise so ein Blauwal von der Decke irgendwie, also Seilen. Und so hängt der dann quasi in so einer großen Halle. Also ich weiß nicht, wie oft sowas vorkommt, dass da so ein Blauwal von der Decke hängt. Das Einzige, wo ich mir jetzt einfallen würde, ist das Naturkundemuseum in London. War mal in einem Museum. Toll. Hast ja, da bist ist hier der Einzige. Die waren viel zu vielen. In Berlin gibt es doch die Museeninsel. Ich meine, bei uns hier um die Ecke gibt es das Museumsufer. Das ist ja im Grunde dasselbe. Was war das? Das ist am Main. Wo ist der Main? Ich sag das so gar nicht. Der Arme, ich wohne ja in Nordrhein-Westfalen. So ein alter Nordrhein-Westfalen, du bist so ein Gölner. Ich bin der Gölner. Ja, der kennt nur den Rhein. Der Rhein? Ja, da schippe ich gerade rum. Nur irgendwie sehe ich kein Land mehr. Ich glaube, du bist zu weit geschippert. Echt? Was sagt denn das Google? Okay, Google, bin ich in Norwegen? Bitteschön, Versicherungsschutz im Ausland. Anscheinend bist du in Norwegen. Was sagt Google mir? Okay, Google, wo bin ich? Aber dazu musst du zuerst dein Gerät entsperren. Nee. Google, bin ich in Norwegen? Google weiß alles. Norwegen, Reise- und Sicherheitshinweise. Okay, Google, ich bin in Norwegen. Das glaubt der Google noch nicht. Jetzt sind wir völlig aus dem Konzept gekommen durch diesen Quatsch. Außer das dass TK wir, sich bestätigen hat. Okay, Google, wer ist Lulu? Ja, ich glaube, hier kommt irgendwie nichts Sinnvolles mehr raus, wenn wir so weitermachen. Ah, was? Wir müssen mal wieder was Produktives machen. Ich weiß gar nicht, was du sprichst. Ich auch nicht. Ich bin den ganzen Tag hochproduktiv dabei, mich auszuruhen. Oh. Du redest ja die letzte Stunde überhaupt nichts gesagt. Wahrscheinlich hat er uns so einen Roman die ganze Zeit erzählt und das erfahren wir erst jetzt.
Er hat uns eigentlich gerade seine gesamte Stimulanzien-Geschichte aufgetischt, als wir über das Thema gesprochen haben. Sag mal, Ede, was machst du eigentlich die ganze Zeit? Nix. Ja, das sieht man. Praktisch, wenn man das Zeug jetzt einfach nicht mehr runter in den Keller schleppen muss dafür. Das Problem ist, man muss immer noch in den Keller rennen, wenn man Zeug haben will. Ah. Mojang entwickelt ein ME-System. Werden die nicht machen. Leider. Dann haben wir noch irgendwas, was wir besprechen können. Jetzt sind wir irgendwie total, ist irgendwie total Luft raus. Katzen. Nein, nicht Katzen. Katzen, Katzen habe ich auch nicht wirklich die Erfahrung. Ich glaube, da muss was rausgeschnitten werden. Bleibt am Ende eh noch 20% unter da. Das Traurige ist ja wirklich, wenn ich das Folgen aufnehme, mittlerweile ist es oft so, dass ich dann mehr als die Hälfte rausschneide. Ganz extrem war es bei der einen Folge, wo wir am Ende rumgerannt sind und nach einer Endfestung gesucht haben. Die Aufnahme davon ging fast eine Stunde. Es kam knapp eine Viertelstunde Folge raus, was halt so langweilig war. Die ja. Dinger waren so scheiße selten. Bin irgendwann mit einer Elytra einfach nur noch geflogen. Wir waren fast die Raketen alle. Ja, wo will ich denn jetzt eigentlich hin? Ich muss meine Spitzhacke reparieren. Wir brauchen noch eine Creeper-Farm. Wir brauchen eine Hexenfarm, habe ich ja vorgeschlagen. Dann können wir nämlich Redstone, Schießpulver, Stöcke, Glasflaschen. Okay. Und was die sonst noch tun. Wir brauchen einen Chunk in der Nähe, in dem ein Hexenhaus stehen müsste. Wir haben irgendwo einen Sumpf gehabt, ja. Ja, aber ist da immer noch ein Sumpf? Und ein Sumpf ist egal, weil wir brauchen einen Chunk, in dem normalerweise ein Hexenhaus ist. Ich habe auch ein, zwei Hexenhäuser schon gefunden. Sind da immer noch Hexenhäuser? Bei einem war zumindest eine Hexe neulich mal drin, die hat mich angegriffen. Das ist praktisch. Dann baue ich unsere Schallplattenfarm. Eine Schallplattenfarm? Oder dann droppen Hexenschallplatten? Hexen nicht, aber Creeper. Ja, was haben die mit dem Hexenhaus zu tun? Weil du Skelette nutzt, um die Hexen umzubringen. Ah, interessant. Ich kenne mich da überhaupt nicht aus, deswegen. Ich habe nur mal gesehen... Wenn du jetzt wissen willst, warum Creeper, weil die Pfeile umgelenkt werden auf einen separaten Spawn-Chamber, wo nur Creeper spawnen. Und in den Nether. Aber dann haben wir 30.000 Schallplatten von alle, jeder Sorte gleich sofort. Ja. Welcher Pfeil führte zur XP-Farm? Ja, soweit war ich auch. Alter, selbst nicht mehr. Ja. Nein. Nein. Ja. Ja, was denn jetzt? Der da... Ja! Ja, ist so ein bisschen off. Bisschen. Ich glaube, ich muss da wirklich mal eine Eisenbahn hinbauen, damit wir das noch... Nein! Da spawnen Zombie-Pikmin. Spawnen die auf Schienen? Nein, schon. Wann spawnt denn überhaupt irgendwas auf Schienen? Also, kannst du mal ausprobieren, aber wenn dann da irgendwo Zombie-Pikmin rumrennen, bitte wieder abreißen. Weil das beeinflusst nur die Spawnrate von den Pikmin da oben und eigentlich müsste ich eh den Nether da unten unter dem Bedrock hier noch hochgehen lassen. Wobei habe ich ja, glaube ich, teilweise sogar gemacht. Hochgehen lassen? Immer sicherheitshalber. Jetzt fall nicht in die Minecarts rein. War das hier die richtige Farm? Das ist die ineffiziente. Warum schickst du mich zur ineffizienten? Nee, man kriegt doch nur da XP. Nee, bei der anderen habe ich auch XP bekommen. Nee, das ist die effiziente. Das ist hier doch die Goldfarm. Du musst da nur Slimeblöcke reinstecken. Honigblöcke. Die sind da. Oder irgendwelche anderen. Aber Honigblöcke, sonst wird dein Inventar vollgeschissen. Da unten sind Honigblöcke. Ich find's immer noch, auf Österreich ist das furchtbar. Es gibt Feindliche und Freundliche. Und da ist halt wirklich nur ein... Wieso spielst du dann auch auf Österreich? Ich fand das lustig irgendwie und hab's irgendwie nie weggemacht. So, jetzt erkläre ich dir, wie das geht. Honigblöcke lassen die Viecher immer mit einem halben Leben überleben. Weil das Ganze irgendwie so aufgebaut ist. Also jetzt wohin? Gehst du da hin und baust unten die 6 mit Honig zu. Also hier einfach drauf. Oder vielleicht doch nicht ganz im Halb. Nimm das Schwert. Das ist aber ein bisschen ineffizient, wenn ich die Spitzhacke heilen will. Kriegen die auch keinen Schaden? Dann tu ich in die Offhand. Tu ich sie halt in die Offhand. So gefühlt kriegen die gar keinen Schaden. Ja, also ganz ehrlich, das wird mir zu blöd. Ich geh zu anderen. Die funktioniert wenigstens, das weiß ich wenigstens noch. Bring doch einfach runter. Aber dafür muss ich jetzt erstmal wieder... Ich weiß auch nicht, haben wir noch irgendwas zu besprechen? Wir sind auch wieder 35 Minuten an der Aufnahme. Ich weiß nicht, wie lange ich das heute noch mache. Nee, haben wir nichts. Ich glaube, dann werde ich hier einfach mal an der Stelle hier die Aufnahme beenden und dann mache ich jetzt halt Offscreen. Ist ja schon ein Wunder, dass wir mehrere Folgen aufnehmen konnten. Das finde ich eigentlich auch ein Wunder. Sieht man mal, was es für einen Unterschied macht, wenn man Leute dazu holt, um was zu besprechen. Das haben wir besprochen. Wir haben sehr ernste Themen angesprochen, wie die Drogenbeauftragte, die ist sehr ernst. Nee. Welcher Fall führte zur anderen XP-Farm? Dreimal darfst du raten. Der hier? Ja. Die will ernst sein wahrscheinlich. Dieses ist ein bisschen off. Ja, ich hatte den Fall nicht ganz konkret gebaut. Was ich überlegt habe, ich kann mal bei neuen Dimensionen vielleicht mal anfangen, indem ich den Äther einfüge. Da gibt es auch schon Daten. Ja, aber die Pilze sind immer ein gutes Zeichen. Vielleicht sollte man mal eine Fackel oder so auf den Boden stellen. Steht doch eine Fackel auf dem Boden. Dann ist es da wahrscheinlich. Wieso bist du eigentlich nicht einfach geradeaus vom Portal gegangen? Habe ich mich eigentlich auch. In dem Moment, weil es dieses Portal auch gar nicht gab damals. Das Portal, was ich gebaut habe, habe ich ja damals gebaut, nachdem ich aus dem Nether mich hochgebackt habe. Ja, aber wie gesagt, Leute, ich beende an der Stelle mal die Aufnahme, weil das will doch auch keiner ansehen. Wir müssen eigentlich auf das Portal mal Glas draufstellen. Ja. Also dann, ciao!